Im Internet und auch auf YouTube findet man wahnsinnig viele Anleitungen dazu, wie man sich selbstständig macht und wie man ein Gewerbe anmeldet. Doch auch jeder wird sich irgendwann mit der Frage beschäftigen, wie höre ich eigentlich auf, selbstständig zu sein? Und das möchte ich dir in diesem Video beantworten. Hi, ich bin Melcher von der Kontist Steuerberatung und jeder, der irgendwann eine Selbstständigkeit startet, muss ja irgendwann diese Selbstständigkeit auch abmelden. Ehrlicherweise gibt es dazu deutlich weniger Informationen und auch jedes Mal, wenn ich diese Anfrage bekomme, muss ich erstmal drüber nachdenken und nachschauen, wie das Ganze denn abläuft. Wie auch bei der Gründung gibt es einen Unterschied zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Freiberufler haben ja gar keinen Gewerbeschein, die haben sich nur beim Finanzamt angemeldet. Das heißt, auch Freiberufler müssen sich nur beim Finanzamt abmelden. Als Gewerbetreibender musst du dich sowohl beim Finanzamt als auch beim Gewerbeamt abmelden. Den ersten Schritt bei deiner Abmeldung kannst du in der Regel vollständig online erledigen. Beim Finanzamt reicht in der Regel eine einfache E-Mail, wo du dem Finanzamt deine Situation schilderst und dem Finanzamt mitteilst, wann du genau mit deiner Selbstständigkeit aufhören möchtest. Ein ganz wichtigen Punkt bei der Abmeldung beim Finanzamt ist, dass du nicht nur dem Finanzamt mitteilst, dass du jetzt mit deiner Selbstständigkeit aufhörst und dass du sie einstellst, sondern das Finanzamt auch gleichzeitig darum bittest, deine Vorauszahlungen abzusenken. Das heißt, du möchtest in Zukunft ja idealerweise keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das wird in der Regel auch automatisch gemacht, aber du möchtest wahrscheinlich ja auch keine Einkommensteuervorauszahlungen oder Gewerbesteuervorauszahlungen leisten. Deswegen solltest du in der E-Mail an das Finanzamt gleich darum bitten, die Vorauszahlungen auf Null zu setzen. Nachdem das Finanzamt deine E-Mail bekommen hat, kann es durchaus sein, dass das Finanzamt dir nochmal ein Dokument und ein Formular zukommen lässt, wo du bestimmte Angaben machen musst. Das Finanzamt möchte wissen, ob du dauerhaft mit deiner Selbstständigkeit aufhörst oder vielleicht nur vorübergehend. Auch so eine vorübergehende Pausierung ergibt durchaus Sinn. Zum Beispiel, wenn du in Elternzeit gehst, damit du Elterngeld beziehen kannst, dann ist es meistens sinnvoll, dass du für diesen Zeitraum mit deiner Selbstständigkeit aufhörst und sie soweit pausierst. Und es könnte zum Beispiel sein, dass du deine Selbstständigkeit aufgibst, weil du dein Unternehmen verkaufst oder einfach weil du aufhörst, weil du es nicht mehr weiter vorantreiben möchtest. Das heißt, dieses Formular kannst du ausfüllen. Ich blende das gerne einfach einmal ein, aber du kannst natürlich auch all die Informationen einfach schon in deine E-Mail reinschreiben oder das Formular vorher schon ausfüllen und als Anhang in deine E-Mail reinpacken und dann verzichtet das Finanzamt in der Regel auch nochmal auf den Extraschritt, dass du dieses Dokument ausfüllen musst. Bei der Gewerbeabmeldung gibt es bei den meisten Gemeinden zumindest ein Online-Portal, wo du das Ganze tatsächlich auch online schon erledigen kannst. Da kann ich ehrlicherweise leider nicht für alle sprechen, weil dein Gewerbe hast du ja bei deiner Gemeinde angemeldet. Das heißt, da wo du wohnst in der Gemeinde, da hast du dein Gewerbe geführt. Und ich weiß nicht hundertprozentig, ob wirklich alle Gemeinden in Deutschland schon durchdigitalisiert sind. Ich wohne in Berlin und ich weiß, dass du inzwischen die Gewerbeabmeldung in Berlin auf jeden Fall online erledigen kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt, den alle Selbstständige beachten sollten, wenn sie mit ihrer Selbstständigkeit aufhören, ist so ein Punkt, der wird ehrlicherweise ganz häufig mal vergessen. Und zwar solltest du natürlich alle betrieblichen Abos beenden. Du solltest Lastschriften zurückziehen und auch Lastschriften, die du vielleicht bei Kunden hast, beenden. Dabei solltest du auch nicht betriebliche Versicherungen vergessen. Die werden relativ häufig nur einmal im Jahr, in der Regel so im Januar abgebucht, aber die möchtest du in Zukunft natürlich auch nicht selber bezahlen. Weil wenn du nicht mehr selbstständig bist, kannst du natürlich auch keine Betriebsausgaben mehr geltend machen. Deswegen solltest du unbedingt dafür sorgen, dass dann auch keine Kosten mehr anfallen, weil du die sonst unter Umständen privat tragen müsstest. Eine Besonderheit gibt es, wenn du deine Selbstständigkeit in Deutschland beendest, um sie im Ausland fortzuführen. Denn der Wegzug aus Deutschland, der ist steuerlich gar nicht so simpel. Da gibt es unterschiedliche Gesetze wie Außensteuergesetz, Wegzugsbesteuerung und so weiter. Das Ganze ist ein wahnsinnig komplexes Thema und das kann ich auch nicht so ganz simpel einfach mal in ein paar Sätzen in diesem Video erklären. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuern für digitale Nomaden, Wegzugsbesteuerung und so weiter mal ein Webinar gegeben. Die Aufzeichnung verlinke ich dir oben rechts. Ich kann dir persönlich empfehlen, dass du, wenn du mit deiner Selbstständigkeit ins Ausland ziehst, unbedingt vorher einmal mit einem Steuerberater sprichst, denn das Ganze kann wirklich teuer werden und du solltest deinen Fall unbedingt einmal individuell prüfen lassen. Weil das finanzielle Risiko in solchen Fällen so hoch ist, lohnt es sich da auch ein bisschen Geld an die Hand zu nehmen und mit einem spezialisierten Steuerberater über diese ganze Thematik der Auswanderung zu sprechen. Was aber wieder alle Selbstständigen gemein hat, ist dein Anlagevermögen. Du hast ja unter Umständen Firmenequipment. In deinem Anlagevermögen ist beispielsweise noch ein Smartphone, ein Schreibtisch und so weiter. Was machst du mit diesen Gegenständen, wenn es jetzt ja keine Selbstständigkeit gibt? Naja, erste Möglichkeit, du verkaufst das Ganze einfach und hast dann Erlöse und diese Erlöse musst du natürlich im Rahmen deiner Selbstständigkeit, im Rahmen deiner Aufgabe natürlich auch noch einmal versteuern. Wenn du das Ganze nicht verkaufen möchtest, weil du natürlich weiter
weiterhin dein Smartphone benutzen möchtest, dann musst du das Ganze aus dem Betriebsvermögen entnehmen und in das Privatvermögen packen. Das ganze Thema Privatentnahmen ist auch relativ komplex und würde hier den Rahmen sprengen. Ich habe aber speziell zu dem Thema Privatentnahmen und Privateinlagen auch schon mal ein Video aufgenommen und das verlinke ich dir auch mal oben rechts. Denn du musst einiges beachten, wenn du Firmenequipment aus dem Betriebsvermögen entnimmst. Und das Ganze musst du auch machen, wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, weil dann gibt es ja kein Betriebsvermögen mehr. Immer wenn du das machst, musst du so den Wert ermitteln und musst auch einen Entnahmegewinn, einen Entnahmeumsatz ausrechnen. Und das Ganze ist unter Umständen tatsächlich einkommensteuerpflichtig und gegebenenfalls auch umsatzsteuerpflichtig. Ist auch relativ logisch eigentlich, wenn du ein Smartphone kaufst und kurz danach hörst du mit deiner Selbstständigkeit auf. In deinem Unternehmen hattest du ja einen Vorsteuerabzug. Das heißt, du hast ja nur den Nettopreis gezahlt. Wenn du dieses Smartphone jetzt im Privatvermögen nutzen möchtest, ist es natürlich nicht gerecht und nicht fair, dass du dann einen Vorsteuerabzug hattest. Deswegen ist die Entnahme auch tatsächlich umsatzsteuerpflichtig. Und über diese Methode wird dann genau ermittelt, wie viel Umsatzsteuer du denn zahlen musst. Weil das Ganze aber ein umfangreiches Thema ist, möchte ich an dieser Stelle auf das andere Video verweisen. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst und du noch Dinge im Anlagevermögen deiner Selbstständigkeit hast. Am Ende deiner Selbstständigkeit verlangt das Finanzamt von dir eine Aufgabe oder eine Schlussbilanz. Und das tatsächlich auch, wenn du noch nie eine Bilanz erstellt hast. Das heißt, auch wenn du deine Buchhaltung als Einnahmenüberschussrechnung machst, musst du am Ende einmal eine Schlussbilanz erstellen. Die Voraussetzung dafür ist, dass keine Forderungen mehr offen sind. Das heißt, alle deine Rechnungen sollten bezahlt sein. In der Praxis ist es allerdings so, dass das Finanzamt häufig auf diese Bilanz auch verzichtet, wenn du kein großartiges Firmenvermögen hast. Aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, dass du gleich in deiner initialen E-Mail an das Finanzamt, wo du dem Finanzamt erstmal mitteilst, dass du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, einmal auflistest, welches Anlagevermögen du denn in deiner Selbstständigkeit hast. Wenn da jetzt nur ein Laptop drin ist und ein altes Smartphone, dann wird das Finanzamt in der Regel darauf verzichten, dass du da eine Bilanz erstellen musst. Weil das Ganze ist natürlich auch nochmal mit Aufwand verbunden und eventuell brauchst du da Hilfe von einem Steuerberater und das Ganze verursacht dann unter Umständen Kosten, auf die du ja auch verzichten könntest. Diese Schlussbilanz oder Aufgabebilanz erstellst du, um den Veräußerungs- oder Aufgabegewinn zu ermitteln. Das heißt, wie viel Gewinn machst du zumindest buchhalterisch mit der Beendigung deiner Selbstständigkeit? Und dafür gibt es ein gewisses Schema, wie du das Ganze berechnest. Und zwar ist der Ausgangswert der Verkaufserlös. Das heißt, wenn du dein Unternehmen verkaufst, musst du das natürlich auch versteuern. Es kann aber tatsächlich sein, dass auch ein buchhalterischer Erlös erzeugt wird, indem du Firmenequipment entnimmst. Das hat was mit dieser Privatentnahme zu tun. Das ist dann so ein fiktiver Gewinn, weil du dieses Vermögen ja aus dem Unternehmen rausnimmst. Das ist quasi der Ausgangswert. Davon abziehen kannst du die Veräußerungskosten. Das heißt, hattest du irgendwie Kosten beim Verkauf des Unternehmens oder bei der Entnahme? Bei der Entnahme passiert das in der Regel nicht, dass da Kosten entstehen. Aber du könntest zumindest diese Entnahmekosten buchhalterisch auch noch als Kosten absetzen. Und dann kannst du davon auch noch die vom Erwerber nicht übernommenen Verbindlichkeiten abziehen. Wenn du deine Selbstständigkeit einfach nur aufhörst, dann hast du ja keinen Käufer, der Verbindlichkeiten übernimmt oder der sie nicht übernehmen könnte. Das heißt, da hast du in der Regel einfach null. Außerdem ziehst du noch von dem Veräußerungserlös den Buchwert deines Anlagevermögens ab. Weil irgendwie musst du das ja aus deiner Buchhaltung rausbekommen und das ziehst du dann entsprechend auch nochmal davon ab. Das Ergebnis ist dann der Veräußerungserlös. Und schauen wir uns das Ganze mal anhand eines Beispiels einfach an. Gehen wir mal davon aus, ich höre wirklich einfach mit meiner Selbstständigkeit auf. Ich habe in meinem Anlagevermögen aber noch einen Schreibtisch, der einen Buchwert hat von 1.000 Euro. Zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen könnte ich genau diesen Schreibtisch gerade heute kaufen für 1.500 Euro. Und weil ich sonst nichts mehr in meiner Selbstständigkeit habe, entnehme ich diesen Schreibtisch jetzt. Und da muss ich tatsächlich den aktuellen Wert entnehmen. Das heißt, es sind 1.500 Euro. Das heißt, ich habe erstmal einen buchhalterischen, fiktionalen Erlös von 1.500 Euro, weil das der Wert ist, den ich aus dem Betriebsvermögen entnehme. Welche Kosten hatte ich dadurch? Also hatte ich irgendwelche Kosten, diesen Schreibtisch jetzt aus dem Betriebsvermögen zu entnehmen? Nein, hatte ich nicht. Also 1.500 Euro minus 0 Euro. Habe ich irgendwelche Verbindlichkeiten, die nicht übernommen wurden? Nein, habe ich auch nicht, wenn ich einfach aufhöre. Das heißt 1.500 minus 0 minus 0. Und welchen Buchwert hatte dieses Anlagevermögen? Das habe ich gesagt. Der Buchwert von diesem Schreibtisch ist noch 1.000 Euro. Das heißt, unterm Strich rechne ich 1.500 Euro, aktueller Wert des Schreibtisches minus 1.000 Euro ist der Buchwert, sind 500 Euro. Das ist quasi mein Veräußerungserlös oder der Aufgabeerlös meiner Selbstständigkeit. Und diese 500 Euro müsste ich tatsächlich
bei der Beendigung der Selbstständigkeit auch noch einmal versteuern. Und genau in solchen Beispielen verzichtet das Finanzamt in der Regel auch darauf, dass ich da jetzt eine große Aufgabebilanz erstelle, weil die Berechnung halt so simpel ist, dass es die Arbeit einfach gar nicht wert ist. Das Finanzamt möchte schon, dass ich, wie im Beispiel berechnet, die 500 Euro versteuere, aber ich muss da jetzt nicht zu viel Arbeit machen, um das Ganze zu berechnen, wenn das Ganze grundsätzlich so einfach ist. Allerdings muss der Aufgabeerlös nicht immer so einfach sein. Zum Beispiel, wenn du Immobilien im Betriebsvermögen hast, dann kann das Ganze plötzlich sehr, sehr viel wert sein, was du da an theoretischen Gewinn machst. Und deswegen gibt es da einen Freibetrag für die Betriebsausgabe. Den darfst du aber tatsächlich nur ein einziges Mal in deinem Leben anwenden. Außerdem darfst du diesen Freibetrag nur anwenden, wenn du älter bist als 55 Jahre oder dauerhaft berufsunfähig bist. Und dann hast du einen Freibetrag von 45.000 Euro. Diesen Freibetrag darfst du aber tatsächlich nur benutzen, wenn der Gewinn nicht über 136.000 Euro liegt. Das heißt, wenn du unter 136.000 Euro Aufgabegewinn machst, kannst du 45.000 Euro davon abziehen und musst das dann entsprechend nicht versteuern. Wenn du einen höheren Aufgabegewinn hast, dann reduziert sich dieser Freibetrag und hast dann entsprechend weniger steuerfrei. Bei der Umsatzsteuer gibt es noch eine Besonderheit, die du unbedingt beachten solltest. Normalerweise machst du deine Umsatzsteuererklärung ja immer einmal im Jahr und du hast bis zum 31.07. des Folgejahres Zeit, um deine Umsatzsteuererklärung zu machen. Wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, dann hast du nicht Zeit bis zum folgenden Jahr am 31.07., dann machst du deine Umsatzsteuererklärung direkt nach der Aufgabe deiner Selbstständigkeit. Oder genauer gesagt, innerhalb von 4 Wochen. Das heißt, nachdem du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, hast du genau 4 Wochen Zeit, deine Umsatzsteuererklärung für das letzte Jahr der Selbstständigkeit zu machen und musst den entsprechenden Umsatzsteuerbetrag zahlen oder bekommst eventuell anschließend auch nochmal eine Erstattung. Wenn du all diese Schritte erledigt hast, hast du deine Selbstständigkeit erfolgreich abgeschlossen. Ich kann dir übrigens empfehlen, dass du dein Geschäftskonto noch eine Weile offen lässt. Denn es kann sein, dass du vielleicht noch eine Steuererstattung bekommst, dass du vielleicht nochmal Steuern bezahlen musst, dass vielleicht doch noch der ein oder andere Abo-Betrag irgendwo abgebucht wird und so weiter. Ich würde dir aber empfehlen, denn da einfach das günstigste Konto zu wählen. Das heißt idealerweise die kostenlose Variante und dieses Konto dann einfach nochmal ein paar Monate, idealerweise bis zum Jahresende einfach weiterlaufen lassen, bis du das Konto dann auch schließt. Da wir unsere Mandanten natürlich auch bei der Beendigung ihrer Selbstständigkeit unterstützen, weiß ich, dass in der Praxis gerade 2 Themenbereiche besonders häufig nochmal zur Sprache kommen und auch besonders wichtig sind. Und zwar erstens deine Aufbewahrungspflichten. Deine Buchhaltungsunterlagen müssen in der Regel 10 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, aufbewahrt werden. Und die Beendigung der Selbstständigkeit beendet diese Verpflichtung nicht. Das heißt, auch wenn du mit deiner Selbstständigkeit jetzt aufhörst und du mit diesem Lebensabschnitt abschließen möchtest, darfst du deine Unterlagen nicht wegwerfen, weil auch 2, 3, 4, 5 bis zu 10 Jahre nach Ende deiner Selbstständigkeit das Finanzamt zu dir kommen kann und die Buchhaltungsunterlagen sehen möchte. Deswegen, ganz wichtig, bewahre diese Unterlagen weiterhin auf. Und der 2. Punkt ist deine Krankenversicherung. Da kann ich dir so pauschal nicht weiterhelfen. Aber du warst jetzt ja selbstständig und warst auch als Selbstständiger krankenversichert. Das heißt, entweder in einer privaten Krankenversicherung oder aber in einer gesetzlichen Krankenversicherung, da aber als Selbstständiger gemeldet. Und du musst natürlich auch deine Krankenversicherung darüber informieren, dass du jetzt nicht mehr selbstständig bist. Je nachdem, wie du jetzt deinen Lebensunterhalt bestreitest, ob du im Ausland wohnst oder in Rente gehst oder eine neue Selbstständigkeit startest oder angestellt bist, je nachdem ändert sich natürlich auch dein Status in der Krankenversicherung. Und deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du deine Krankenversicherung auch möglichst früh in den ganzen Prozess mit einbeziehst und deine Krankenversicherung wird dir dann auch sagen, wie das Ganze in Zukunft ablaufen wird. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wie du einen sauberen Abschluss zu deiner Selbstständigkeit finden kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, denn du kennst das Spiel, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du gerne einen Steuerberater an deiner Seite hättest, der dir auch unter Umständen dabei hilft, deine Selbstständigkeit irgendwann mal zu beenden, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter. Wie wir das ganz konkret machen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder schau einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Wir haben da schon 100 Videos rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern veröffentlicht, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.